Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 18. Januar 2018? Neumond ist vorbei und hat die zunehmende Mondphase begonnen. Das eignet sich gut dafür, etwas starten, was vermehren soll. Ein Wachstum, also nicht unbedingt beginnen jetzt zum Abnehmen. Die chinesischen Astrologen sagen, dass die Sonne der Himmelskaiser ist und der Himmelskaiser bewegt sich gerade im Palast des Nordens. In westlichen Astrologie ist die Scheinbewegung die Sonne in Tierkreiszeichen Steinbock. Die chinesischen Astrologen nennen der Mond als die Himmelskaiserin und die Himmelskaiserin bewegt sich auch im Palast des Nordens, was die chinesischen Astrologen als schwarze Schildkröte nennen. In westlichen Astrologie bewegt sich Mond in eine zunehmende Mondphase in Tierkreiszeichen Wassermann. Nicht nur Mond bewegt sich hier, sondern Venus hat die Wirkung auch hier begonnen in Tierkreiszeichen Wassermann, was besonders für die Wassermann-Geborenen eine Bewegung ist in die Liebe, Partnerschaft, aber auch bei Kreativität, bei Kunst und auch bei Selbstständigkeit kann die Venus-Energie auch wirken. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Krebs und diesen Bereich bezeichnen die chinesischen Astrologen als der Palast des Südens, was die als rote Vogel nennen und wird vom Planet Mars beherrscht. Und wie wird das alles in einzelnen Tierkreiszeichen? Aber bevor ich das erkläre, noch ein Hinweis auf den Mondeinfluss, weil das ist auch sehr wichtig. Die heutige Mondbewegung bekommt Einfluss von Armus und von Dorsum. Armus ist der Herz der Steinbock, aber wirkt in diesem Bereich Tierkreiszeichen Wassermann und die Botschaft ist auf unserem Herz hören. Und hier bei Tierkreiszeichen Wassermann ist aktiv jetzt die Liebesenergie und die Gefühle. Und die Herz natürlich kann auch ein Hinweis sein auf unseren Gefühlen, auf die Liebe, Partnerschaft. Aber all das gehört dazu, was unserem Herzen begehrt. Die Berufung oder ein Hobby, eine Herzensangelegenheit. Das heißt, heute sollen wir bei unseren Handlungen, auf unserem Wunsch, auf unserem Herz hören. Vielleicht wäre jeden Tag auch gut, aber heute ist es noch mehr spürbar. Nicht nur Armus wirkt auf dem heutigen Mondbewegung, sondern auch Dorsum. Und Dorsum ist die Rücken der Steinbock, wirkt aber in diesem Bereich Wassermann, weil diese Tierkreiszeichen, die verschmelzen sie sich miteinander und haben unterschiedliche Größe. Und so kommt das, dass die Mond bewegt sich im Wassermann, aber hat einen Einfluss von Sternen, was noch im Tierkreiszeichen Steinbock gehören und so ist es bei Armus und Dorsum. Und Dorsum ist die Rücken der Steinbock und das bedeutet, wir brauchen die Rückenstärkung, wir brauchen Halt gerade. Kann auch bedeuten, dass wir Belastungen haben und Rückenschmerzen. Und wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Ich starte mit Tierkreiszeichen Steinbock, weil im Sonnenaufgang steigt die Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont auf. Und hier ist noch einiges in Bewegung. Zwar vieles im Verborgenen, das kann Geheimnisse sein, wie geheime Gespräche. Oder dass die Steinbock-Geborenen irgendwelche Geheimnisse erfahren oder machen sie gerade Erfahrungen hinter den verschlossenen Türen schauen, hinter den Kulissen schauen. Und da handelt sich viel um Geheimnisse, aber auch eine Haltung des Schweigens. Besonders, wenn es um Nachrichten geht, um Informationen und
um Gesprächen geht. Nicht nur das, sondern die Lilith-Energie wirkt hier auch. Das ist ein Prozess. Aber jetzt alles im Geheimen, geheime Sehnsüchte oder Wünsche, weil genau das löst die Lilith-Energie aus. Aber ich muss dazu sagen, dass wir Menschen neigen dazu, wenn diese Energie spürbar ist, dass wir diese Wünsche, diese Sehnsüchte verneinen, weil wir dann sagen, oh, das erreiche ich sowieso nicht, ich kann das nicht, ich bin das nicht wert, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, das wird eh nichts. Also diese Sätze kennen wir uns alle. Und wenn es um Herzensangelegenheiten geht, und das ist natürlich, was die Mondenergie heute vermittelt, weil Armus, das Herz, das Steinbock, bestrahlt unseren Mond und das spüren wir auch. Also wenn es um Herzensangelegenheiten geht, um die Liebe oder Liebe zu Beruf oder ein Hobby oder Familie oder Kinder oder Haustiere oder Kunst, egal in welchem Bereich, es ist immer etwas da, was wir lieben. Und daran liegen auch die Sehnsüchte und Wünsche. Und genau in diesem Prozess haben gerade die Steinbock-Geborenen, und es vermittelt nicht nur die Mond, weil aktiviert die Herzensangelegenheit, was nicht nur die Stierkreiszeichen Steinbock-Geborenen spüren, sondern wir alle, weil Mond wirkt uns auf alle, aber bei die Steinbock-Geborenen kommt zusätzlich noch die Lilith-Energie, und das hat einen Bezug zu Mond, weil das ist nichts anderes als der weiteste Punkt, was die Mond überhaupt erreichen kann in seiner Umlaufbahn. Und da in diesem Punkt sind diese Geheimnisse unserer Wünsche. Und weil das so weit weg ist, so empfinden wir das auch, dass diese Wünsche, was immer wiederkehrend ist, wie die Mond immer wiederkehrend diese Position erreicht, diese immer wiederkehrende Wünsche, dann scheint für uns unerreichbar zu sein. Und hier besteht eine Aufgabe, und das spüren sie gerade die Steinbock-Geborenen und sagen, und jetzt probiere ich das auch aus. Was soll da passieren? Wenn das nicht jetzt zum Erfüllung geht, dann wird das später sein. Aber wenigstens haben wir das mal probiert. Und das ist ein Hinweis, das ist die Lernaufgabe gerade bei den Steinbock-Geborenen. Und weil alles im Rückzug ist, das kann bedeuten, dass die Steinbock-Geborenen das verneinen, unter dem Teppich kehren, kann aber auch bedeuten, dass das sehr intensiv spürbar ist, aber sie halten das im Geheimen. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen haben auch diese Bedürfnis jetzt gerade wahrgenommen werden, und sie brauchen auch Lob und Anerkennung. Sie bekommen das auch, wenn sie dieses selbstbewusste Auftreten haben. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen ist die Mondenergie, auch die Venusenergie. Also das ist wichtig, jetzt Liebe, Partnerschaft, und das beginnt jetzt gerade, und es ist nicht nur heute, sondern in die nächste Zeit wird das so sein. Heute fühlen sie sich ein bisschen eingeschränkt, eingeengt. Thema ist die Liebe, Partnerschaft. Sie haben das Bedürfnis, man sollte auf anderen zugehen, aber da bremsen sie sich selbst, sie stehen selbst im Weg, und das hindert gerade, dass es alles im Fluss kommt. Muss auch nicht heute sein. Lassen wir mal das alles so stehen. Die Bewegung kommt von alleine, im Vertrauen bleiben. Wenn die Wassermann-Geborenen mit sich selbst beschäftigt sind, und das kann gerade so sein, dann brauchen sie noch Zeit dazu, und dann bringen sie das alles in Ordnung. Thema ist das Selbst, das Selbstwertgefühl, das eigene Ideen, umsetzen, auch die berufliche Erfolg und Anerkennung, aber Thema Liebe, Partnerschaft ist auch sehr wichtig, weil das was spiegelt etwas bei die Wassermann-Geborenen, und die Liebe, Partnerschaft aktiviert noch zusätzlich die Planet Venus. Die Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen ist ein Aufstieg, und sie werden jetzt in die nächste Zeit wahrgenommen werden, und sie haben auch das
Bedürfnis auch ernst genommen, werden sehr schöne Einflüsse, schöne Gespräche, eine gute Nachricht in die liebe Partnerschaft, mehr Leichtigkeit in die kommenden Tagen durch die Mondbewegung, kommt auch noch etwas im Schwung. Es sind das Selbstbild wichtig, das Selbstwertgefühl des eigenen Auftreten und wahrgenommen werden, Lob, Anerkennung, Respekt zu bekommen und liebe Partnerschaft. Und die Gespräche habe ich auch schon erwähnt. Bei den Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist etwas leichter als in die vergangenen Tagen, aber ein ganz, ganz wichtiger Einfluss ist heute, und das spüren Sie nicht nur die Wiedergeborenen, sondern auch die Skorpiongeborenen, eine wichtige Verbindung gerade, und es bleibt auch ein Zeit lang, und das löst aus die Uranus-Energie und die Jupiter-Energie, sie stehen gerade in Verbindung. Und weil die beiden relativ langsam bewegen im Vergleich zum anderen Planeten wie Venus oder Merkur, bleibt diese Verbindung noch etwas länger. Und diese Verbindung löst etwas aus. Entweder eine innere Unsicherheit oder Entscheidungsschwierigkeiten. Es handelt sich um Chancen, Möglichkeiten und es handelt sich um Veränderungen. Im Bereich ist die Finanzen und die Beruf. Kann ein Einfluss sein von Ausland oder ausländische Kontakte oder Fremdsprachen. Also handelt sich eher im beruflichen Umfeld und handelt sich auch um Geld. Ein Geldfluss. Das kann in beide Richtungen gehen. Entweder ein Gewinn und gute Chancen und Möglichkeiten, kann aber auch zu Verlust führen. Es ist ein gewisses Risiko momentan, aber es ändert sich beruflich etwas. Es ändert sich auch im Finanzen etwas. Und hier haben wir eine Lernaufgabe, die inneren Unsicherheit und Ängste überwinden. Und dann bin ich ganz sicher, dass in die richtige Richtung fließt, beruflichen Erfolg und Gewinn und die Finanzen kommen im Fluss. Das ist diese innere Unsicherheit, was eventuell das blockieren kann. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen brauchen Sicherheit und Stabilität. Sie sollen auch ihre Chancenmöglichkeiten wahrnehmen. Es ist eine gewisse Spannung in den Tagen da und auch die Unsicherheit verbessert sich aber in den kommenden Tagen. Eine gute Nachricht, das ist, was positiv ist und können damit die Stiergeborenen gerade rechnen. Die Gespräche, die Nachricht, die Termine oder ein Vertrag hat einen Vorteil, da haben sie Glück. In die liebe Partnerschaft, die Gefühle, da sind Herausforderungen zurzeit und diese inneren Unsicherheit, obwohl sie die Sicherheit, Stabilität gerade ganz gut brauchen können. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist leichtig da und Glück in die liebe Partnerschaft. Nicht nur heute, sondern so wird das in die nächste Zeit sein. Und die Mondenergie, was die Gefühle beeinflusst, wirkt auch sehr schön, sehr gut bei den Zwillingsgeborenen. Sie sind sehr kreativ, sie spüren auch die schöpferische Kraft und sie finden auch gerade die Ruhe und Glück in die liebe Partnerschaft. Bei den Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig die Arbeit. Aber auch die Privatleben. Aber sie setzen sich ihren Kraft oder ihren Ideen gerade in die Arbeit. Und wichtig ist aber, dass auf anderen zugehen und die Gespräche suchen, die Kontakte suchen, wenn es um Arbeit geht. Oft handelt es sich um Verträge und nicht warten, bis das angeboten wird, sondern selbst darum kümmern, dass das ein Vertrag kommt, entweder Kaufvertrag, wenn es um Geschäfte geht oder wenn das ein Wechsel ist im Arbeitsplatz, dass das auch zu ein Arbeitsvertrag die bekommen. Also das ist auch wichtig, aber nicht nur warten, bis dieses Angebot kommt, sondern das selbst in Hand zu nehmen, weil so können Sie das verändern, verbessern, die berufliche Situation. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben karmische Themen, nicht nur die Löwengeborenen, sondern auch die Wassermanngeborenen. Bei den Wassermanngeborenen kommen alte karmische Erinnerungen und das löst auch jetzt gerade die Mondbewegung gegenüber dem Tierkreiszeichen Löwe, sind auch karmische Themen, karmische Neuaufgabe, ein Wachstum, etwas Neues wagen und
die neue Erkenntnisse, die Bereich, wo sich das wirkt, das ist die Liebe, Partnerschaft. Und die tierkreiszeitigen Jungfrau-Geborenen haben gerade eine Wandlung und die bringen etwas in Ordnung. Was sie in Ordnung bringen, das ist die Buchhaltung, das ist die rechtliche Lage, das ist die Finanzamt, das ist die Banken, all das, was mit diesen Ämtern und mit Finanzen zusammenhängt, das bringen sie in Ordnung. Was aber auch wirkt, wo auch Ordnung brauchen, das ist die Liebe, Partnerschaft. Ein gutes Nachgespräch oder ein wichtiger Termin oder Verträgen ist auch möglich bei den Jungfrau-Geborenen und damit haben sie auch Vorteile, gerade bei dieser schriftlichen Sache können sie ganz gut jetzt in Ordnung bringen. Die Tierkreiszeichen Waagen-Geborenen können endlich aufatmen und sie verspüren gerade eine Leichtigkeit und sie haben auch Glück in die Liebe-Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben so ähnliche Einflüsse und Energie wie bei Wiedergeboren. Hier ist Jupiter und Uranus steht in Verbindung. Und das sind die Veränderungen, die Chancen, Möglichkeiten, die Wachstum, Bereich ist Beruf und die Finanzen. Es ist eine innere Spannung trotzdem da und es ist die innere Unsicherheit und die Angst davon. Und diese Angst oder Unsicherheit oder Zweifel oder Entscheidungsschwierigkeiten kann ein Hindernis sein. Das blockiert. Wenn wir bereit sind, diese Hindernisse überwinden, die Ängste, die Zweifel überwinden, dann kommt die beruflichen Chancen, die Wachstum im beruflichen und die Finanzen, die Glück in Finanzen. Und diese Themen haben gerade die Skorpiongeborenen und haben auch die Wiedergeborenen. Die Gefühle sind ein bisschen durcheinander, aber in den kommenden Tagen verbessert sich. Ich meine die Skorpiongeborenen. Die Gespräche sind sehr gut, da kommt etwas in Form und kommt mehr Klarheit, Orientierung. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben eine tolle Energie. Gute Gespräche. Bringen Sie alles in Ordnung, was die Termine, Verträge oder Gespräche betrifft. Sie spüren die Leichtigkeit. Sie haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Eine gute Energie auch in die Liebe. Gerade beginnt im Glück in die Liebe bei den Schützengeborenen. Aber Sie haben auch Chancen beruflich zu einem Aufstieg oder einer beruflichen Verbesserung. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.